Gleich 17 Uhr, das sind die Themen bei TAF. Frei, die unfassbare Geschichte und noch mehr. Gleich um 17 Uhr geht's los. In nur 5 Tagen eine 950 Tonnen schwere Brücke aufzubauen, das klingt erstmal nach einem Riesenerfolg. Doch dann kam alles anders. Denn die Vorzeige-Fußgängerbrücke stürzte gestern Nachmittag in Miami ein, begrub Menschen und Autos unter sich und kostete einige sogar das Leben. Wir kommen jetzt zur wohl meistgehassten Frau Spaniens. Das ist echt ein unglaublicher Fall. Ja, tagelang sucht sie mit der Polizei, mit Freunden, mit ihren Nachbarn nach ihrem vermissten Stiefsohn. Sie gibt Interviews, sie weint. Und dann stellt sich heraus, sie hat den 8-jährigen Jungen getötet. Ja, jeder kennt den Eiffelturm in Paris. Jeder kennt das Empire State Building in Freialdenhofen. Aber wussten Sie? Ich mache einfach weiter. Ich wollte nur gucken, ob du aufpasst. In New York natürlich. Wollte ein bisschen Stimmung in die Bude bringen. Wussten Sie aber auch, dass sich in diesen Wahrzeichen geheime Kammern befinden? Stimmung. Ja, und weiter geht's mit einer wirklich krassen Zahl. Über 9 Billionen Dollar. So viel besitzen die reichsten Menschen der Welt zusammen. Das sagen zumindest die aktuellen Zahlen, die das Wirtschaftsmagazin Forbes herausgegeben hat. Doch wer sind diejenigen, die sich einfach mal so ganze Länder kaufen können? Wie wurde ein 37-jähriger Deutscher so verdammt reich? Und wer von ihnen musste sogar schon mal in den Knast? Die kleine Virjavia kämpft jeden Tag um ihr Leben. Das tapfere Mädchen leidet an einer seltenen Herzkrankheit. Jeder Rempler könnte für sie tödlich sein. Ja, die 8-Jährige weiß, wie gefährlich sie lebt, lässt sich aber trotzdem nicht unterkriegen. Wie sie ihre Krankheit meistert und welches gefährliche Hobby ihr dabei hilft, wir haben sie getroffen. Tja, wir drücken der kleinen Maus ganz, ganz doll die Daumen. Jetzt machen wir mit Menschen weiter, die das Leben manchmal nicht zu schätzen wissen. Alkohol, Drogen, Partys, immer Vollgas, so sieht das Leben einiger Hollywood-Stars aus. Ja, was man mit Anfang 20 noch als Jugendlichen Leichtsinn durchgehen lassen kann, das wird dann spätestens ab Mitte 40 einfach nur peinlich. Snapchat hat den Zorn von Rihanna auf sich gezogen. Warum sie ihre Wut jetzt rauslässt und was das für Konsequenzen hat, hier ist der TAF-Klatsch. Weiter geht's mit Damen und Herren, die in Deutschland fast jeder kennt. Zum Beispiel Julian F.M. Stöckel, Verena Kehrt, Simone Ballack, Jenny Elvers. Aber wissen Sie auch, wofür die bekannt sind? Ja, gestern Abend war es soweit. Beim Fashion Charity Dinner in München mussten uns die Promis mal erklären, warum sie eigentlich prominent sind. Und so geht's bei uns weiter. Diese Themen haben wir gleich hier für Sie. Und wo wir sind, ist ein geiles Gewinnspiel. Und zwar das hier. Da sollten Sie unbedingt mitmachen. Das lohnt sich wirklich. Mit etwas Glück füllen wir Ihr Konto. Mit zudem wartet auf Sie heute noch ein brandneues 44 44 07. Kennwort lautet extra. Sie können auch eine SMS an die 3x4, 3x1 mit extra schicken. Und ja, wir drücken Ihnen ganz fest die Daumen. Alle Gewinner und Infos gibt es auf extragehalt.tv. Viel Glück. Da sind wir wieder zurück bei TAF. Es gibt ja Menschen, denen liegt das Partymachen einfach im Blut. Und was kann man sich denn Besseres vorstellen, als fürs Feiern auch noch bezahlt zu werden? Ja, aber sind die Berufe in der Partybranche wirklich so cool, wie man es sich vorstellt? Wie viel Stress hat man als DJ, als Schlagerstar, als Partyguide? Wir haben 3 Entertainer begleitet. So, dieser junge Mann liebt seinen Job mit Sicherheit auch. Das ist Lukas Rieger. Er ist 18 Jahre alt, gilt als der deutsche Justin Bieber. Girls are going crazy. Oh yes, wie es der Teenie-Schwamm jetzt sogar noch nach L.A. geschafft hat, das verrät er uns. Vielleicht sorgen wir uns auch für ein bisschen Kreischalarm. Wir haben ein tolles Gewinnspiel für Sie. Mit etwas Glück. 8 plus, da kann man noch mal hier. 44 44 07, Kennwort lautet extra. Oder schicken Sie eine SMS mit extra an 3x4, 3x1. Alle Infos und Gewinner gibt's auf www.extragehalt.tv. Mein Lieblingssatz. Wir drücken die ganz fest die Daumen. Bis gleich. Im Spiel Fortnite gehört. Das ist ein Computerspiel und ist derzeit eines der angesagtesten der Welt. Ja, so angesagt, dass es tatsächlich Eltern gibt, die die Controller der PlayStation verschwinden lassen, um ihre Kinder am Spielen zu hindern. Ja, woher kommt dieser Hype und müssen sich Eltern wirklich Gedanken machen? Wir klären auf.